Station 10. Pflanzen, der Kampf ums Überleben. Wer fest an einem Ort verwurzelt ist, hat zwei Probleme. Er kann vor Feinden nicht flüchten und er kann nebenan aufkommender Konkurrenz nicht ausweichen. Dem ersten Problem begegnen Pflanzen passiv, mit einem breiten Arsenal an Abwehrwaffen wie Dornen, Stacheln, Haaren und Nesseln, zudem durch besonders spitzige und ledrige Blätter. Eine weitere wirksame Abwehr ist die Verholzung und die Borkenbildung. Nadelbäume enthalten häufig im Holz, in der Borke und in den Nadeln Harzkanäle. Bei einer Verletzung fließt das Harz aus und verschließt die Wunde zuverlässig. Andere Pflanzen wiederum verströmen abstoßende Gerüche, schmecken unangenehm oder sind mit Giftstoffen ausgerüstet. Viele Pflanzen haben auch die Fähigkeit entwickelt, chemische Signale durch die Luft zu senden. Diese Information löst dann in der eigenen Pflanze, aber auch bei den Pflanzen in der Nachbarschaft, eine kaskadenartige Bildung von Abwehrstoffen frei. Von einigen Pflanzenarten ist bekannt, dass sie auf diese Weise außerdem noch mitteilen, wer sie attackiert. Das mobilisiert dann die Feinde ihrer Feinde. Pflanzen unterhalten sich also gewissermaßen miteinander, um Informationen über den Angriff von Schädlingen auszutauschen. Zur Blütezeit locken Pflanzen mit bunten Farben und allerlei Düften Insekten, Vögel oder Fledermäuse zur Bestäubung an. In den Blüten sind nämlich nahrhafte Substanzen zu finden, etwa Pollenkörner oder Nektar, eine zuckerreiche Lösung. Die Gegenleistung besteht in der Übertragung des Pollens. Um bestäubt zu werden, müssen Pflanzen somit auffallen, sofern sie als Transportmittel für den Pollen nicht Wind und Wasser nutzen. Dem zweiten Problem, wie entrinne ich der Konkurrenz, begegnen die Pflanzen hingegen aktiv. Alle können wachsen und viele von ihnen können klettern. Wenn Pflanzen in die Höhe streben, ist ihr Ziel das Licht, ein wichtiger Faktor, um Photosynthese zu betreiben, Energie zu tanken, zu wachsen, kurzum zu überleben. Egal ob Grashalm, Rosenstrauch oder Buche, alle Pflanzen streben ans Licht. Bäume zum Beispiel investieren einen wesentlichen Teil ihrer Kraft in den Aufbau von Stämmen, der ihnen das Höhenwachstum ermöglicht. Kletterpflanzen hingegen haben eine ganz andere Strategie entwickelt. Verschiedene Klettermethoden bringen sie in die Höhe. Schlingpflanzen oder Winder, zum Beispiel Blauregen etwa, haben keine speziellen Haftorgane. Sie halten sich fest, indem sie Klettergestelle oder andere Pflanzen umschlingen und sich daran hochschrauben. Rankenkletterer, zum Beispiel Clematis, bilden aus Blättern oder Sprossen Ranken mit spezieller Greif- und Haltefunktion. Einige Kletterer halten sich mit Haftwurzeln fest und werden als Wurzelkletterer, zum Beispiel Efeu, bezeichnet. Die feinen Wurzelhaare finden in den kleinsten Ritzen von Baumrinden oder Mauern Halt. Gewisse Kletterpflanzen, zum Beispiel Kletterrosen und Brombeeren, sorgen mit Kletthaaren, Stacheln oder Dornen dafür, dass sie nicht zurückrutschen und nach oben kommen. Kletter- und Schlingpflanzen begrünen ganze Hausfassaden mit vielen Vorteilen. Durch Kühlung und Abgabe von Luftfeuchtigkeit verbessern sie das Klima. Die Luftqualität wird durch Staubbindung und Sauerstoffproduktion erhöht. Begrünte Fassaden schützen das Haus vor witterungsbedingten Erosionseinflüssen wie Wind, Regen und Frost. Sie halten Innenräume im Sommer kühl und isolieren im Winter. Zudem bieten die begrünten Wände vielen Vögeln und Insektenarten Schutz und Nahrung.